Jetzt wird es durch eine spezielle Schaltung so alles geschaltet, dass meine Frau live hierher spielt. Sebastian wird dazu eine Improvisation machen, eine Improvisation im Stile einer Chaconne. Das heißt, es gibt einen kontinuierlichen Bass von meiner Frau, die dann weiterspielen wird die ganze Zeit, leicht variiert. Und Sebastian setzt dann hier die Variationen drumherum und obendrauf. Hallo Eriko, hörst du uns? Ja. Gratulation, ein Applaus hier für die Vorführung. Sind wir schon so weit, dass wir mal einen Tontest geben können? Einfach nur einen Testton, bitte. Ja, wir haben ein relativ großes Delay, wie Sie merken. Jetzt würde ich darum bitten, vielleicht einfach mal dieses Chaconne-Thema, was nachher dann kommt, einfach einmal die ersten paar Takte zu spielen. Wunderbar. Und das wäre jetzt der Moment, wo Sebastian dazu stößt und über das Thema mehrfach wiederholt, dann die Variationen live dazu oben drüber improvisiert, in verschiedensten Stilen.
technischen Realisierung ganz gut. Sie haben dieses Delay vorhin erlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Delay haben wir in dem Fall jetzt digital umgangen. Meine Frau hat nicht gewusst, was hier klingt. Weil dieses, was sie hier hört, wäre schon zeitversetzt gewesen. Und das wirft einen um. Wir haben es ausprobiert mit verschiedenen Möglichkeiten. Das ist doch sehr irritierend, dauernd gegen einen zurückliegenden Impuls anzuspielen. Deswegen haben wir digital diesen Rückimpuls unterdrückt. Das heißt, sie hat einfach diesen Cantus Firmus durchgespielt und er hat darauf improvisiert. Und das ist auch eine ganz tolle Leistung. Also nochmal finde ich, herzlichen Applaus.